Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute geht es um das Thema Zahnriemen wechseln bzw. Zahnriemenblockierwerkzeug oder auf OT stellen, das Blockierwerkzeug einsetzen oder abstecken. Und wir haben hier den Beispielmotor 2 Liter Common Rail von VW. Der ist auch im Golf drin, im Passat drin, im Scirocco drin, wo auch immer der noch drin ist. Und wir behandeln heute, wir werden den Motor auch abstecken, damit ihr in diesem Video auch ein Absteckvideo habt, wie man das Ganze absteckt und wie man den Zahnriemen wechseln könnte. Aber es gibt halt auch eine kleine Änderung, denn das hier ist jetzt zum Beispiel der 2 Liter. Dafür benötigt man diesen Absteck, man benötigt mehrere, aber das hier ist für die Kurbelwelle. Okay, da benötigt man den 210/16er von Stahlmax. Oder halt das Originalwerkzeug ist, glaube ich, der T150. Und ja, man benötigt sämtliche Blockierwerkzeuge. Für den benötigt man den, den wir gerade genannt haben, den 210/16er. Den hier benötigt man zum Beispiel für den 1.9er, der 112/413. Und ich glaube, für den 1.4er und 1.2er oder für den 2 Liter Pumpedüse benötigt man den Kollegen hier. So sieht das Ganze einmal aus. So, und das bedeutet, man hat immer drei Werkzeuge für die unterschiedlichen VW-Motoren, also für die ganzen Dieselgeschichten von 1,2, 1,4, 1,6, 1,9 und der 2 Liter. Da benötigt man diese drei Geschichten oder hat man immer benötigt. Jetzt gibt es aber etwas Neues auf dem Markt. Und zwar gibt es ein Werkzeug, was alle Werkzeuge ersetzt oder ersetzen könnte. Das bedeutet, wenn ihr euch neues Werkzeug zulegen wollt, um diese ganzen VW-Geschichten zu machen, könnt ihr das mit einem Werkzeug machen, und zwar der Stahlmax 120/812 ist der. Und wir werden jetzt einmal ganz normal abstecken und dann werden wir einmal zeigen, wie man den anbringen kann. Ja, der kostet, ich habe einfach mal ausgerechnet oder gerechnet, ob sich das lohnt oder nicht lohnt. Er ist jetzt im Angebot für 60 Euro, kostet normalerweise 94 Euro. Wenn man sich die Werkzeuge einzeln zulegt, dann sind die, erstens muss man sie dann natürlich wieder da haben, wenn man gerade am Schrauben ist, Moment, ich muss das eben zusammenrechnen, plus ist man bei knapp 100 Euro, wenn man die Werkzeuge sich einzeln zulegt. Aber dann natürlich, wenn man sich den bestellt, dann hat man den da. Und wenn man jetzt ein Blockierwerkzeug davon bestellt und jetzt kommt ein anderes Modell rein, muss man sich das erstmal bestellen, bis es da ist. Also überlegt euch, das zuzulegen, wenn ihr möchtet, wenn ihr, sag ich mal, neu in diese Absteckwelt kommt. Das ist einfach nur so einmal zur Erklärung. Was benötigen wir eigentlich noch? Wir haben hier so einen Komplettsatz. Wir gehen einmal an den Koffer dran. Ja, so sieht die ganze Geschichte aus. Man kann sich natürlich einen kompletten Koffer kaufen, wo dann die ganzen Werkzeuge mit drin sind. Der war jetzt zum Beispiel hier, der war hier, glaube ich, nee, hier und der war hier. Man kann sich natürlich so einen kompletten Koffer zulegen, wo alles mit drin ist, weil man benötigt die zwei Kollegen für die Hochdruckpumpe und für die Nockenwelle. Das heißt, nur das eine Werkzeug wird euch nicht ausreichen. Das müsst ihr euch sowieso zulegen. Dann einmal, wenn ihr die Hochdruckpumpe irgendwann mal tauschen wollt, blockieren wollt, festhalten wollt, einmal für die Hochdruckpumpe. Den Koffer komplett verlinken wir unten mal. Aber das einmal zum Thema Kurbelwelle. Die drei kann man sich quasi in einem Werkzeug zulegen, wenn man möchte. So sieht das Ganze dann einmal aus. Ich würde sagen, wir stecken mal das Werkzeug ab. Ja, wir stecken mal den Motor ab auf OT, so dass man den Zahnriemen wechseln kann. Ja, und so sieht die ganze Geschichte aus, wenn das alles einmal ausgebaut ist. Wir haben hier sind natürlich die Zahnriemenabdeckung. Davor sitzt einmal die Motorbrücke, beziehungsweise wo das Motorlager festgeschraubt wird. Das einmal ab. Dann die beiden Abdeckungen abmachen. Die einmal. Und davor
natürlich die Schwungscheibe abmachen. Dann habt ihr die Möglichkeit, mit einem 19er Vielzahn das Ganze hier zu drehen. Dann könnt ihr das Ganze einmal drehen und dann gibt es hier feste Punkte, und zwar einmal hier, hier und hier. Ich werde euch jetzt einmal genauer zeigen, wo sich das Ganze befindet. So, wir haben den jetzt einmal passend gedreht. Jetzt könnt ihr da sehen, seht ihr, da ist eine Bohrung. Da. Da ist eine Bohrung. Darauf achten, der muss quasi hier oben sein. So, so. Und da ist quasi eine Bohrung. Da kommt das erste Werkzeug rein. So. Nächstes haben wir hier die Hochdruckpumpe. Und da seht ihr auch einmal eine Bohrung. Da. Ich zeige euch mal, wie die eingesetzt wird. Und zwar einmal von hier. So. Dann sitzt das Ganze einmal drin. Und zum Schluss sehen wir hier einmal einen Strich nach oben. So, da seht ihr, da ist einmal so ein Strich nach oben. Und da könnt ihr dann halt gucken, wenn ihr hier drauf guckt, da ist einmal ein Pfeil, der zeigt, das kann man sehen, da ist einmal ein Pfeil. Da seht ihr einmal den Pfeil auf dem Werkzeug. Da. Und dann könnt ihr das quasi hier, der Pin kommt da rein. Und hier einmal so einführen das Ganze. So, und dann könnt ihr sehen, dass dieser Strich mit dem Pfeil übereinstimmt. Das war davor immer so, also so könnt ihr das bis jetzt auch immer noch machen. Und die Änderung halt zu dem anderen Werkzeug ist, dass ihr quasi den hier ansetzt. So, und hier das Ganze einmal festschrauben könnt. Moment, die Schrauben einmal raus. Mal alles ein bisschen zurück. So, dann könnt ihr den hier ansetzen und die Schrauben hier einmal festschrauben. Und dann ist das Blockierwerkzeug auch fest. So, so das Ganze. Einmal festmachen. Jetzt kann das nirgendwo hinkommen. Ja, das dazu. Ja, Leute, und so sieht das Ganze dann einmal aus. Wenn das fertig ist und jetzt macht man halt die Spannrolle ab, nimmt das Ganze ab, macht sauber, Wasserpumpe neu und, und. Aber so, das zu dem Thema abstecken oder Blockierwerkzeug einsetzen oder Motor auf OT setzen. Jetzt ist quasi der erste Zylinder auf OT, also auf dem obersten Punkt. Das ist so, wie man das Ganze einstellt. Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt alles zu dem Thema unten in die Kommentare. Und das ist halt die eine Änderung, die es jetzt gibt, dass man sich quasi die drei Werkzeuge ersetzt und ein Werkzeug sich nur zulegen muss. Ich denke mal, mit der Zeit wird das Werkzeug auch bestimmt irgendwann günstiger sein. Und das Werkzeug kam jetzt, glaube ich, erst vor einem halben Jahr raus. Lag bei mir hier, um ganz ehrlich zu sein, etwas länger rum. Hat auf diesen Motor gewartet. Ja, und so sieht das Ganze dann einmal aus. Ja, Leute, und so kann das Ganze einmal aussehen, wenn man den Zahnriemen wechseln möchte oder den Motor abstecken möchte. Ich hoffe, mit diesem Video habe ich dem einen oder anderen weitergeholfen. Alle Kauflinks sind unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise der Shop von XXL ist unten verlinkt. Und ja, wenn ihr euch das Werkzeug zulegen möchtet oder das andere Werkzeug zulegen möchtet, könnt ihr gerne mit dem Rabattcode VITJAWOLF zuschlagen und den einen oder anderen Zahnriemen wechseln. Ja, das ist so die kleine Neuheit, die es gibt. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da und schreibt mal eure Meinung dazu. Bis zum nächsten Mal. Ciao.